Und hier auch beide Kämpfe natürlich respektieren, muss man respektieren, da die zwei Fighters sich jetzt auch einen ganz guten Kampf abliefern. In der Gewichtsklasse von 76 Kilo. Für diesen Kampf heißt es Ringfighter erste Runde. Round one, fight. Hier geht es auch natürlich ein bisschen spannender an. Der Mann von der blauen Ecke. Natürlich war das jetzt auch die rechte mittendrin, die er jetzt auch zum Boden gebracht hat. Tasten sich hier auch alle. Natürlich für die erste Runde wird angetastet, bisschen abgetastet. Wie was, wer was drauf hat. Schöne Logik von der roten Ecke. Da ist der gute Mann jetzt ausgerutscht. Wird auch ein ganz spannender Kampf zwischen den beiden. Was natürlich auch ganz interessant wirkt. Der Gegner, der Kämpfer Joshua ist ein bisschen kleiner wie der Mann. Ardisan. Schöne Rechte von der blauen Ecke. Man sieht es ja auch noch auf ein bisschen lockere Basis. Da sich die beiden Kämpfer nicht ausprobieren wollen. Ein Knie probiert er zum Körper, hat nicht geklappt. Dafür die rechte gerade. Ich glaube, da hat er, war auch glatt eingeklingelt. Am Ende der ersten Runde. Okay. So ist die erste Runde schon mal beendet. Kommen wir dann demnächst zu der zweiten Runde.
Seconds out, Betreuer bitte aus dem Cage. Ja, die zweite Runde, Round 2. Ich kämpfe bereit schon für die zweite Runde. Und es geht los. Ein schöner Angriff von Adesan. Adesan so ein bisschen überschätzt, ist auch ausgerutscht. Das liegt natürlich auch in dem Boden, weil verschiedene und viele Kämpfer schon da gekämpft haben, wird der Boden natürlich auch nicht mehr so trocken. Und dann passiert das, dann passiert auch sowas, dass die Kämpfer auch zwischendurch ausrutschen. Schöner Bodykick von Adesan. Glaube ich, da hat er jetzt gerade gehabt, hat ihn gut erwischt gehabt. Ende der zweiten Runde. Seconds out, Betreuer wieder aus dem Ring. Ja, die dritte und letzte Runde, Round 3. Letzte Runde, meine Damen und Herren, hier durch Joshua von Prince Jim Castle. Red Corner. Gegen Adesan von No Limit Fight Academy. Und hier geht es natürlich auch wieder los. Hier starten beide natürlich wieder mit Vollgas. Das nimmt jetzt auch ein bisschen lockerer auf die Schulter, probiert hier ein paar Tricks aus. Ja,
Man sieht auch Joshua mit der Luft. Macht nicht wirklich so alles mit, aber einen Kampfgeist hat er. Er geht immer wieder vorwärts, er lässt sich nicht abschrecken von den Tricks oder das Aussehen von dem jungen Albaner. Auch ein schöner, wieder natürlich ein schöner High-Kick. Auch Adisan, sein Fanblock. Man sieht auch beim Joshua, dass die Luft echt nachlässt, aber er hat Kampfgeist, er lässt nicht nach. Korrekt auch von Adisan, dass er da jetzt nicht so alles reinfällt, was er drauf hat. Er sieht auch, dass er auch geschwächt ist, sein Gegner. Respekt an Adisan. Charge to Chipe. Das war natürlich ein Ausrutscher, hätte auch Joshua gern gesehen, dass er den getroffen hätte, aber so die letzten 10, da wird jetzt nochmal gefeuert. Ende des Kampfes. So, das war es jetzt auch mit der Runde. Das offizielle Urteil, einstimmiger Sieger nach Punkten, der Kämpfer aus der roten Ecke, Adisan Smiley. Gratulation an Adisan Smiley aus dem Molde mit Zeitagenten. Das sind wir. Du, Schocki, High-Cheaper.